Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Hartberg. Ludo, wir haben eine kämpferische Leistung gesehen, beim LASK leider knapp mit 2:1 verloren. Was nimmst du jetzt aus diesem Spiel mit, wenn du auf morgen blickst? Ja, grundsätzlich, dass sich die Mannschaft hat weitergemacht, wo sie letzte Woche aufgehört hat. Ich glaube, dass bis zur roten Karte sicherlich ebenbürtig waren mit deiner Top-Mannschaft Österreich. Ich hätte gerne 90 Minuten so gespielt, zu sehen die Reaktion von dem Publikum und so weiter, wenn das in der Richtung weitergegangen wäre. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch zu 10 mutig weiter agiert haben. Es ist immer schwierig, wenn du wieder Tabellenletzte kommt, positiv zu reden, aber für mich die Leistung war für mich total in Ordnung von der Mannschaft. Da habe ich der Mannschaft nur den Vorwurf gemacht, dass sie individuelle Fehler gemacht hat in LASK, die uns extrem kosten. Sowohl die rote Karte als die zwei Gegentore sind individuelle Fehler, wo das vermeidbar war. Und das haben wir die Woche zuvor keine gemacht, deswegen immer gepunktet und dieses Mal ein paar gemacht. Und hoffentlich, dass wir diese Fehler wieder mehrere in ein Spiel und dann sind wir jetzt für ein paar Spiele wieder befreit. Bitte um eure Fragen. Ja, außer den bekannten Verletzten gibt es da irgendwas und hat dann ein Jahr mal schon gesperrt, oder? Ja, so personell haben wir die Rückkehr von Nimaga und Strauss natürlich. Dafür fehlt Nani Sayamo. Thunwald hat 60 Minuten mit den Junioren gespielt. Das reicht noch nicht, aber ist auf dem Weg. Könnte ein Thema werden für die letzten Spiele. Und sonst, ja, wir haben jetzt alle Mann an Bord. Die Woche war keine krank dazwischen. Also wir sind mit 19 geflogen und werden wir morgen bereit sein für das wichtigste Spiel bis jetzt, dass ich Trainer bin. Andi? Ludo, wie schwierig ist es für dich jetzt, was die Aufstellung betrifft, morgen auch den Spagat zu finden zwischen an dem Festhalten, dem du vertraust und aber auch auf die Physis Rücksicht zu nehmen, nachdem jetzt nur 2 Tage Pause waren? Also inwieweit spielt das bei dir eine Überlegung, auch ein wenig zu rotieren aufgrund der körperlichen Verfassung? Ich glaube, wer mich kennt und das Coaching gesehen hat, schon gegen LASK, hat man schon 1:1 gemacht, wieso ich 3 Wechsel in der 60. gemacht habe. Ich habe immer geredet, dass ich 2 Spiele in 2 Tage oder 3 Tage planen muss und nicht mehr nur ein Einzelspiel. Das habe ich jetzt gemacht. Natürlich, in so einem Moment ist natürlich schwierig als Trainer, wenn du merkst, es ist was drin, auch wenn du 10 bist. Trotzdem der Hintergedanken zu haben, du hast ein wichtiges Spiel am Dienstag und du ziehst deinen Plan durch, trotz dass wir noch dran waren. Ja, also von dem her, wir haben schon die Belastung in Frage hintergefragt und jetzt habe ich das Gefühl, dass alle Spieler sind fähig wieder zu spielen und vor allem in einen konditionellen Zustand, die sehr gut sein wird. Und ich muss sagen auch, die Physioabteilung hat einen super Job gemacht, hat große Manpower gebracht in Campus die letzten 2 Tage, damit jeder behandelt sein wird. Und ich glaube, das wird entscheidend sein morgen. Die frischeste Mannschaft wird gewinnen. Johannes? Ludwig, hallo, grüß dich in erster Linie mal. Ich glaube, wir sind jetzt noch nicht gegenüber gesessen. Frage jetzt zum Hartberg-Spiel. Inwiefern wird es eine andere Partie, weil Sie jetzt wieder an euch vorbeigezogen sind? Jetzt können Sie wahrscheinlich deutlich mehr abwarten, als Sie es zuvor hätten tun können. Weil das glaube ich nicht, dass es die Taktik von beiden Mannschaften beeinflussen wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass beide Mannschaften werden gleich spielen wie vor dem Spieltag. Der Unterschied ist, am Ende des Spiels kann eine Mannschaft mit einem Unentschieden besser leben als der andere. Und vor einer Woche war umgekehrt und jetzt ist von unserer Seite natürlich der Unentschieden schlechter als für Hartberg. Aber ich wiederhole mich Woche zu Woche. Wenn wir ein Finale haben, ein letzter Spieltag gegen Tirol, dann wird schon eine gute Sache.
Fabrice? Ja, Frage auch zum Gegner morgen. Die Hartberger haben vor dem Sieg gegen die Admira auch eine längere Sieglosserie hinter sich. Drum, wie schätzt du sie ein? Wo können sie euch wehtun? Wo kannst du sie verwunden? Was schätzt du? Was wird das für ein Spiel morgen? Ja, wir treffen dann auf einen Verein, die natürlich jetzt Selbstvertrauen getankt hat am letzten Spieltag, die Tore sowohl auf Standardsituation als auch aus dem Spiel heraus gemacht haben und ein bisschen die Pech-Träne, die sie gehabt haben bis dahin, ein bisschen in ein Spiel de Glück auf ihre Seite bekommen haben. Wenn man die Tore sieht, sind natürlich Tore, die in so einem Abstiegskampf extrem wichtig sind und ich hätte nichts dagegen, dass wir solche Tore auch morgen bekommen würden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ist ein Spiel auf Augenhöhe, glaube ich, eine Mannschaft, die jetzt durch das letzte Ergebnis ein bisschen in Vertrauen gekommen ist. Wir umgekehrt, trotz der Niederlage, glaube ich, ein sehr gutes Gesicht seit Anfang der Playoff zeigen. Auch die Niederlage in LASK war für mich von Art und Weise, wie die Mannschaft gemacht hat, trotzdem immer noch sehr positiv. Und von dem her erwarte ich eine Mannschaft wie Hartberg, die natürlich probieren wird, die 5 Punkte Vorsprung zu erstellen, zu Hause natürlich. Aber umgekehrt wollen wir unbedingt wieder vorbeiziehen und das wird natürlich ein Abstiegskampf. Und wer sagt Abstiegskampf, das geht um die Frische. Wer wird frischer sein? Wer ist in solche Drucksituation besser im Kopf? Wer kann mit der Psyche damit besser umgehen? Und du merkst, ich rede nicht viel über Technik, Taktik und Fußball. Leider in solchen Spielen geht es um Physik und um Kopf. Und das ist unser Job, der Staff und der Physio und die medizinische Abteilung, zum einen die Frische reinzubekommen und anders die Spieler wissen, dass das Spiel wichtig ist. Aber das bleibt natürlich ein Fußballspiel. Und dann sollte man in der Gesellschaft momentan, was alles in der Welt läuft, das nicht vergessen und sich nicht zu sehr unter Druck stellen. Ja, Ludwig, da muss man aber trotzdem sagen, sollte morgen das Spiel verloren werden dann, sage ich mal, dann wird es ein bisschen düster. Ja? Mein Trainer sagen dann gerne, es sind noch 9 Punkte auf dem Markt, aber dann ist es schon sehr, sehr schwer zum Aufholen. Wie siehst du das? Ja, ich bin nicht so ein Alibi-Trainer wie die anderen. So einfach. Ich teile deine Meinung, dass wenn wir morgen verlieren, natürlich der Klassenerhalt sehr, sehr weit ausrücken wird. Nichtsdestotrotz sind wir Sportler und wir werden nie aufgeben. Das haben wir uns verschworen, bis das Mathematik nicht mehr möglich wäre. Aber ich bin nicht ein Träumer und diese Standardsätze nerven mich genauso wie du. Von dem her, wir wissen, dass morgen ist ein wichtiges Spiel und es bleibt Sport. Es kann alles passieren, beide Seiten. Und wenn man Sportmann ist, muss man akzeptieren, zu große Erfolg zu feiern und umgekehrt der Niederlage einzustecken. Aber wir gehen natürlich positiv in das Duell auf und momentan, da sind Gedanken, wo wir uns noch nicht gemacht haben. Wir konzentrieren uns, was wir machen können. Ich probiere jetzt noch bis morgen die 2, 3 Positionen, wo ich noch ein Fragezeichen habe, mich zu entscheiden, wie ich aufstellen werde. Und alles andere ist zweitrangig und ist Zukunftsmusik. Aber da hast du absolut recht. Ich habe solche Sätze oft gehört. Ja, bei mir ist es so, dass ich eher in dem Richtung gehe, dass wenn wir ein Versprechen in Kabine gemacht haben, nicht aufzugeben, das werden wir bis bitterer Unfall versuchen. Andi, bitte. Ja, Ludo, wir haben jetzt ja schon viel gehört und du hast auch selbst gesagt, dass nur nicht verlieren schon zu wenig sein könnte, die nächsten Spiele. Ist es für dich morgen schon, klingt das so, als ob es so in Richtung All-In-Spiel geht? Oder ist es noch zu früh? Ich schiebe noch nicht alle Teile auf All-In. Also ein paar Jetons lässt du noch vor dir liegen. Nein, das Problem, wenn du All-In chip, musst du sehr viel Chip haben zu bluffen, verstehst du? Und momentan haben wir noch nicht so viel Chip, um alles reinzuschieben. Das wäre noch zu früh. Wir müssten noch ein paar Chip reinbekommen, um All-In zu gehen oder so unter Druck zu sein, dass du einfach der Big Blind so groß ist, dass du einfach reinschieben musst und fertig. Aber wir sind noch nicht in diese Situation, habe ich auch nicht gesagt, dass unbedingt ein Sieg uns weiterhilft. Aber sicherlich, wir wissen alle, dass eine Niederlage
der größte Problem wäre morgen? Wir haben eine Frage aus dem Chat, Ludo. Wie kannst du aktuell die Stimmung in der Mannschaft beschreiben? Und es wird auch gefragt, ob es jetzt einen Stress auslöst, dass man gerade in dieser Woche, in der englischen Woche, auf Hartberg trifft. Also wann wir treffen auf Hartberg, wann wir treffen, das spielt überhaupt keine Rolle. Das können wir von Anfang an keinen Einfluss haben und von dem her, wir verlieren wieder keine Energie mit solchen Gedanken über Planung, über Formel, über Modus oder über weiß ich, wo wir gar keinen Einfluss haben. Nein, Hartberg musste auch spielen. Ich hatte mehr Probleme, wenn ich in Zürich Trainer war und du hast Europa League Donnerstag und du triffst am Wochenende gegen einen frischen Gegner. Das ist eine andere Ausgangssituation. Da sind wir alle in gleicher Müdigkeit-Ebene, außer dass wir zwei Auswärtsspiele haben in diese englische Woche. Das ist natürlich ein Nachteil, aber das ist nur auf dem Papier. Anders, der zweite Teil von der Frage oder der erste Teil war? Wie die Stimmung in der Mannschaft gerade ist. Ja, wie normal. Wissen Sie, diese Jungs haben so viel auf den Kopf bekommen die letzten Wochen, Monate, haben so viel Negatives erlebt, dass sie jetzt so gefestigt, dass in einem positiven Moment auch eine Niederlage zu bekommen, dass es nicht viel ändern in der Mannschaft. Die Mannschaft oder die Spieler sind bereit, morgen an Grenze zu gehen, über ihre Grenze zu gehen, um einfach zu zeigen, wie wichtig diese Trikot ist und wie wichtig der Verein ist. Und wir wollen alles tun, um diesen Verein oben zu behalten. Sowohl die Spieler, die seit 20 Jahren da sind, als die neuen Spieler oder ich als Trainer nach 3-4 Monaten da sind. Der Verein ist uns alle am Herz gewachsen und ich kann euch garantieren, diese Team Spirit, die zu spüren ist in der Kabine, wird morgen auch wieder mal auf dem Platz zu spüren sein und damit kann man anfangen, Fußball zu spielen. Fabrice, bitte. Ja, du hast gerade angesprochen, dass noch 2 bis 3 Positionen mit einem Fragezeichen zu sehen sind für morgen. Geht es da auch um die 2 Sturmspitzen, nachdem sich Monschein und Bischof da zuletzt festgespielt haben und Nuhio jetzt speziell gegen den LASK richtig gut gespielt hat? Ist da die Rollenverteilung für dich klar oder sagst du, das ist ein Dreikampf, auch mit taktischer Hinsicht auf morgen? Oh ja, das ist vor allem taktische Hinsicht. Welche Taktik werde ich anweihen? Auf LASK wollte ich natürlich, dass wir den Ball vorne mehr halten, dass wir ein bisschen 2 verschiedene Profile in Sturm haben. Wenn ich spiele mit Bischof und Monschein, habe ich ja 2 Spieler, die Dynamik mitbringen, die Speed mitbringen, die Wucht bringen. Und wenn Ducci spielt, habe ich ja einen Zielspieler, wo man ein bisschen auch unter Druck, sagen wir so, die Bälle auf längere Sicht befreien können und kann uns halten, wir können nachrücken und morgen weiß ich was, also tatsächlich in Sturm weiß ich, was ich machen will, aber es ist natürlich taktische Entscheidung und nichts anderes. Bin sehr zufrieden momentan mit meiner offensiven Abteilung. Johannes, bitteschön. Ja, vielleicht noch 2 kurze Fragen. Erstens, ist es für dich jetzt noch ein Vierkampf gegen den Abstieg? Die 2, Tirol und LASK, scheinen vielleicht doch ein bisschen weit weg schon zu sein. Und das Zweite, du hast gerade gesagt, Standardsätze nerven, aber ich glaube, Standardsituationen sind ganz entscheidend in dieser Kollektionsgruppe. Das hat man auch gegen den LASK gesehen. Ist das jetzt noch ein Inhalt im Training oder wissen die Spieler sowieso, auf was es drauf ankommt? Also, du hast absolut recht, wenn du sagst, dass jetzt mit 6 Punkten Vorsprung Tirol und LASK weg sind. Aber Tirol hatte vor 2 Spielen 1 Punkt Vorsprung. Lass uns 2-mal gewinnen und dann reden wir weiter. Ich glaube, dass für Außenstehen, das macht de positiv an diesem Modus, ist, dass du eigentlich oben, man merkt einfach in der Meisterrunde, nichts bringt, Punktteilung, weil sowieso da die Sache sind klar definiert. Aber dass unten natürlich diese Spannung da ist. Und ich würde sagen, 4 Spieltage vor Ende ist noch zu früh zu sagen, dass eine Mannschaft weg ist. Ich denke schon, dass dieser Verein ein gewisses Durchatmen-Gefühl bekommen habe. Aber ich habe oft gesehen im Fußball, das kommt sehr schnell zurück. Und von dem her glaube ich, dass keiner kann sich noch 100%ig aus der Rennen benennen. Was sicher ist, das interessiert uns wenig, weil wir werden ganz sicher am längsten drin bleiben. Von dem her kennen wir die Situation. Und auf die 2. Frage, die Standardsituation, ja, das ist so wichtig, dass wir natürlich,
weiterhin ein wichtiger Inhalt ist, aber nicht mehr von der gleichen Art. Wir konzentrieren uns momentan auf die Schütze. Die Spieler wissen, wo sie laufen müssen, dass sie köpfen müssen, dass welche Block machen muss und so. Das ist alles klar. Das muss man nicht jede Woche wiederholen. Was entscheidend ist, dass der Ball kommt, wo du die brauchst, wenn du die Kombination machst. Und in der Situation momentan ist natürlich Schreiner und Gaudino extrem wichtig. Und die üben fleißig, die zwei. Gibt es noch Fragen? Dem scheint nicht so, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden. Wünsche dir ein gutes Spiel morgen, Ludo, und bring Punkte mit nach Hause. Danke. Du, mein Koffer ist leer, ist extra, dass ich Sportpunkte mitnehme. Wunderbar. Danke. Also, ciao. Danke. Zusammen, vielen Tschüss. Dank. Ciao. 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 Ciao.